In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Transformer-Animation in Blender erstellen könnt. Die Idee dazu ist, dass man sich ein elektronisches Gerät oder ein metallenes mechanisches Objekt nimmt und dieses dann in einen Roboter verwandelt. Genauso wie in dem Film Transformers. Aus meiner Projekterfahrung mit dem Music Man rate ich euch, besser klein anzufangen, falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, mit einer kleinen digitalen Tischuhr. Zum Beispiel oder einem Autoschlüssel, einem Handy oder einem USB-Stick, weil das Ganze doch sehr arbeitsintensiv ist. Ihr solltet auch darauf achten, dass das Objekt, was ihr transformieren wollt, ein größeres Volumen hat im Verhältnis zur Oberfläche. Nämlich dann kann man da drin Elemente verstecken und die Animation wird auch ein bisschen einfacher. Ja, zur Planung der Animation. Wir wollen diesen Lautsprecher hier in einen Roboter verwandeln. Und was auch ganz cool wäre, ist, wenn wir ja einige Elemente, die hier außen zu sehen sind, in diesem Roboter wiederverwenden können. Und da habe ich mir gedacht, es wäre cool, wenn hier dieser Klinkenanschluss für den Kopfhörer, wenn das das Auge wäre, hier der Ein- und Ausschalter, das könnte die Nase sein, und hier auf der anderen Seite der USB-Port, das könnte der Mund werden. Wenn ihr solche Elemente bei eurem Objekt nicht habt, dann könnt ihr die ja hier in dem Volumen verstecken und dann bei der Animation dann hervorbringen. Das wäre auch kein Problem. Aber ich fand es halt so cool, dass man Elemente, die man jetzt auch sieht, dann später wieder verwenden kann. Dann habe ich mir gedacht, hier die beiden Seitenelemente, den Lautsprecher hier und das Kontrollelement, das wollte ich nicht nochmal aufteilen. Das sollen die Füße des Roboters werden. Und dann hat der Roboter noch Beine. Ich habe die jetzt mal hier in einem roten Emission Shader eingefärbt. Das hier sind die Beine, links und rechts. Und diese Verkleidung hier, die soll dann, wie ihr sehen könnt, so langsam auf die Beine runterfahren. Nachdem ich mit der Beinverkleidung fertig war, habe ich festgestellt, dass ich immer noch sehr viele Oberflächenfaces übrig habe. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch ein cooler Effekt, wenn die Oberflächenfaces übereinander stacken und dann auch irgendwo hinfahren können. Und das habe ich hier auch gemacht. Hier vorne auf diesem großen Face, das habe ich aufgeteilt und die einzelnen Faces fahren zurück und schieben sich dann übereinander. Das Ganze passiert auch hier unten, könnt ihr sehen, mit dem Boden des Lautsprechers und insgesamt fährt das Ganze, der ganze Stack dann zur Hüfte des Roboters. Für den praktischen Teil bin ich jetzt hier in ein neues Projekt gewechselt. Ich habe hier den USB-Stick modelliert und bevor wir hier anfangen können, die Animation zu erstellen, müssen wir die meisten Modifier anwenden, beispielsweise den Mirror Modifier oder den Subdivision Surface Modifier. Und zusätzlich, falls ihr NURB Surfaces oder Curves verwendet, müsst ihr die erst in ein Mesh umwandeln. Dazu geht er hier unter Object, auf Convert und hier auf Mesh. So, ich gehe jetzt mal in die Solid View und dann in den Edit Mode. Und als erstes setze ich hier ein paar Loop Cuts quer, so zum Beispiel. Und dann nochmal ein paar Loop Cuts in Längsrichtung. So, und jetzt beginnt der kreative Teil. Wir müssen uns jetzt ausdenken, in welche Faces oder Face-Stücke wir das Objekt zerteilen wollen und darauf dann die Animation zu starten. Das heißt, ich markiere jetzt hier zum Beispiel mal so ein Feld und gehe dann hier auf Mesh, Split und Face by Edges. Dann wechsle ich hier in den Face Select Mode und wenn ich hier G drücke, dann seht ihr, dass diese beiden Faces aus dem Gesamtmodell herausgetrennt sind. Ja, und diese Aufteilung muss ich jetzt hier über das ganze Modell machen. Ich kann auch beispielsweise nur ein einzelnes Face nehmen, hier gehe wieder auf Mesh und dann auf Split Face by Edges. Ich bin nochmal in das Music Man Projekt zurückgegangen, um euch zu zeigen, dass ich hier keine einfache Oberfläche habe, sondern hier auch eine kleine Wandstärke. Hier sieht man es besonders gut und das liegt an dem Solidify Modifier, den ich hier hinzugefügt habe. Der hat einfach die Standardwerte und den habe ich deswegen verwendet, um die Oberflächenstücke einfacher hier mit den Verbindungsstangen zu modellieren. Mit der kleinen Wandstärke kann ich hier einfach die Verbindungsstangen in dieses Element leiten und muss nicht extra darauf achten, dieses Verbindungsstück zu modellieren. Das könnt ihr natürlich auch machen, dann wird diese Animation natürlich noch ein bisschen aufwendiger. Ja, wieder zurück in unser Beispielprojekt. Das machen wir jetzt auch. Wir fügen hier einen Solidify-Modifier hinzu.
Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil der Solidify Modifier hier am Ende ist. Den verschieben wir jetzt hier vor den Smooth by Angle Modifier und alles sieht wieder normal aus. Ja, dann markieren wir jetzt mal alle Teile, die wir jetzt nicht aufgeteilt haben und drücken H, um diese auszublenden. Und dann können wir uns hier auf unsere beiden Demonstrationsstücke, sage ich jetzt mal, konzentrieren. Jetzt können wir anfangen, die Armature hinzuzufügen. Dazu drücke ich wieder Shift A und wähle hier unter Armature Single Bone aus. Gehe dann direkt in Edit Mode und dann aktiviere ich noch den Transparenzmodus hier. Hier in der Armature-Menü gehe ich unter Viewport Display und wähle wie immer in Front aus. Und dann wähle ich hier unten das Ende dieses einzelnen Bones aus, gehe mit 3 in die Seitenansicht und mit E, Y extrude ich das Ganze hier auf der Y-Achse. Praktischerweise, wenn man hier ins Bone-Menü geht, unter Relations ist das Connected schon ausgehakt, eben weil ich hier unten angefangen habe. Und dann kann ich das Ganze ein bisschen nach unten bewegen. Hier in dem Transparenzmodus, ich hoffe, das sieht man im Video, ist hier unsere Zentralstruktur. Das ist auch ein einfacher Cube. Und da bewege ich jetzt hier den ersten Bone rein. Jetzt wechsle ich wieder zum Object Mode zurück und gehe in den Object Mode meines USB-Sticks. Diesen Wechsel werden wir hier noch, oder werdet ihr noch öfters machen bei dieser Animation. Ja, und jetzt müssen wir eine kleine Verbindungsstange zwischen dieser Zentralstruktur hier und diesem Face einbauen. Das heißt, ich füge mit Shift A einen Zylinder hinzu. Ich kann die Vertices hier ein bisschen reduzieren, weil man eh nicht so viele Details sieht, weil das Ganze sehr klein sein wird. Ich skaliere das erstmal ein bisschen nach unten und dann mit S Shift Z in alle Achsen außer der Z-Achse. So zum Beispiel. Dann gehe ich hier in die Seitenansicht, platziere das untere Element hier in dieser Zentralstruktur und dann kann ich hier das obere Face auswählen, gehe nochmal in die Seitenansicht und bringe das Ganze ein bisschen nach unten. Jetzt ist es so, dass man das Ganze hier noch zentrieren kann. Ich wähle hier mal das Face aus und drücke Shift S, Cursor to Selected. Dann wähle ich wieder das Top Face meines Zylinders aus und gehe hier auf Mesh. Snap und dann Selection to Cursor mit Keep Offset, damit der Kreis hier erhalten bleibt. Dann wähle ich nochmal das untere Face unseres Zylinders aus und sage wieder Shift S, Cursor to Selected. Ich gehe wieder in den Object Mode, wähle mein Armature aus und gehe wieder in den Edit Mode. Dann wähle ich hier die Spitze meines Bones für die Zentralstruktur aus, drücke E für Extrude und das Ganze in Y-Richtung. Wähle den Bone aus und dann gehe ich hier in das Bone-Menü und deaktiviere den Haken Connected und benenne den Bone mal oben in Verbindung. Und dann kann ich hier zu Armature gehen und dann sagen Snap und dann Selection to 3D Cursor. Dann kann ich hier nochmal zurückgehen, gehe wieder in den USB-Stick, wähle das obere Face aus, drehe wieder Shift S, Cursor to Selected. Wieder zurück in den Object Mode, die Armature ausgewählt und dann diesmal die Spitze unseres Verbindungsbones und sage dann wieder Armature Snap Selection to 3D Cursor. Dann kann ich direkt wieder E drücken und Z, um das Ganze nach oben zu extruieren und dieser Bone wird der Kontrollbone für unser Face. Jetzt müssen wir noch eine Bone-Option auswählen, nämlich wir wollen hier diesen unteren Bone skalieren. Aber der obere Bone soll die Skalierung dieses unteren Bones nicht mit übernehmen. Das heißt, wir müssen hier unter Inherit Scale das Ganze von Full auf None umstellen. Dann wähle ich nochmal hier unsere Spitze des Strukturbones aus und drücke nochmal E, diesmal in Z-Richtung. Wähle den Bone wieder aus, deaktiviere den Haken bei Connected und nenne den erstmal Outer Face. Mit GZ kann ich den Bone ein bisschen nach oben bewegen und dann bewege ich ihn auf unser zweites Face. Dieses Face wird lose animiert, wie zum Beispiel beim Stacken, und dieses Face hier wird über die Verbindung animiert. Und dann kann ich direkt wieder in den Object Mode gehen. Ich kann jetzt meinen USB-Stick auswählen, mit Shift meine Armature und dann drücke ich STRG P. Armature Deform with Empty Groups.
So, fürs Weitere können wir erstmal den Transparenzmodus wieder deaktivieren. Wir können jetzt so den USB-Stick auswählen und hier unter dem Data Tab sehen wir, dass Blender für jeden Bone in unserer Armature hier eine Vertex Group angelegt hat. Und wenn wir jetzt in den Edit Mode gehen, müssen wir jetzt für jede Vertex Group noch die Faces festlegen. Das heißt, ich wähle hier dieses Face aus und die entsprechende Vertex Group, das ist diese hier mit dem Namen Face. Ich drücke hier auf Assign und damit ich diese Vertex Group nicht mehr verändern kann, aktiviere ich hier dieses kleine Schloss. Dann gehe ich hier zu dieser Verbindungsstange, drücke L, um alle Faces dieses Elements auszuwählen und gehe hier auf Verbindung, drücke hier wieder auf Assign und aktiviere das Schloss. Dann müssen wir noch diese Faces hier auswählen und wir gehen hier auf die Gruppe Outer Face, drücken wieder Assign und aktivieren das Schloss. Ihr müsst dann noch für das restliche Modell die anderen Faces auswählen. Ich wähle jetzt hier nochmal die Zentralstruktur, drücke hier auf Assign und dann das Schloss und dann kann ich wieder in den Object Mode zurückgehen. Ja, jetzt können wir zur Armature wechseln und gehen hier von Object Mode diesmal in den Pose Mode und als erstes wähle ich unseren Verbindungsbone aus, drücke I, um einen Keyframe zu erzeugen und dann kann ich hier mit N das Seitenmenü hier voranbringen und gehe dann auf Frame 20, sagen wir jetzt mal, und dann reduziere ich hier den Y-Wert, der steht jetzt momentan auf 1 und den bringe ich dann ein bisschen nach unten, ungefähr auf ja, 0,4, drücke wieder I für Keyframe und dann wähle ich hier noch diesen Outer Face Bone aus, gehe hier beispielsweise auf Frame 10, damit nicht alle Animationen gleichzeitig anfangen, drücke wieder I für einen Keyframe, gehe dann 5 Frames nach vorne, drücke GZ, um die ganze Platte ein bisschen abzusenken, drücke wieder I, um einen Keyframe zu erzeugen, dann sagen wir jetzt, dass ich auf Frame 30 gehe und den Bone ein bisschen zur Mitte schiebe und beispielsweise auch um 90 Grad rotiere. Drücke wieder I für eine Keyframe und dann 10 Frame weiter soll das Ganze dann noch ein bisschen weiter nach unten fahren. So, ich reduziere die Framerate auf 50 Frames und dann können wir das Ganze jetzt mal abspielen. Das sieht dann so aus. Hier hinten fährt dieses Face langsam so nach unten und hier geht es erst nach unten, rotiert ein bisschen zur Seite, fährt zur Mitte und dann nach unten. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich noch was vergessen habe. Wir haben ja in der Ursprungsanimation gesehen, dass ich die Kopfhörerbuchse als Auge für den Roboter verwendet habe. Ja, und das wollte ich jetzt auch nochmal zeigen, wie man so ein Element, was in dem Objekt schon drinsteckt, praktisch verwenden kann. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal in den Edit Mode. Gehe hier in den Face Select Mode und mit L kann ich alle verbundenen Faces auswählen. Dann wähle ich hier diese Kappe aus und drücke H, um alle Faces auszuwählen. Gehe dann hier in den Edge Select Mode und selektiere dann hier alle Faces, alle Edges um diesen Stecker hier herum. Gehe hier auf Mesh, Split und sage dann hier Face by Edges. Dann drücke ich wieder Shift S. Sage Cursor to Selected, das brauchen wir gleich, um unsere Bone zu platzieren. Nochmal in den Face Select Mode und mit L den Stecker und hier dieses Kunststoffteil auswählen. Und mit G können wir uns vergewissern, dass das wirklich ein Teil des Meshes ist, was vom Hauptteil abgetrennt worden ist. Ja, dann können wir wieder in den Object Mode gehen. Wir wählen unsere Armature aus und gehen dort in den Edit Mode. Mit Alt-A wählen wir den ausgewählten Bone ab und wir wählen wieder die Spitze unseres Strukturbones aus. Mit E-Y extruieren wir einen neuen Bone, wählen den aus und gehen dann wieder in die Bone-Properties und entfernen den Haken bei Connected. Hier oben können wir den Bone direkt umbenennen in Stecker und dann sagen wir wieder Armature Snap Selection to 3D Cursor. Das Ganze können wir noch um 180 Grad um die
Z-Achse drehen. Dann sage ich hier nochmal Snap Selection to 3D Cursor, damit der Bone auch wirklich innerhalb des Steckers liegt. Ich gehe wieder in den Object Mode zurück, wähle unseren USB-Stick aus und da gehe ich wieder in den Edit Mode. Praktischerweise ist der Stecker noch ausgewählt vom letzten Mal und hier unter Object Data Properties gehe ich hier unter Vertex Group und mit dem kleinen Plus füge ich eine neue Vertex Group hinzu, nenne diese Stecker und dann gehe ich hier auf Assign, um alle Vertices dieser Gruppe zuzuordnen von dem Stecker, aktiviere wieder das Plus und dann gehe ich wieder in den Object Mode zurück, wähle die Armature aus und dann gehe ich hier in den Post Mode und jetzt kann ich hier mit dem Steckerbone unseren Stecker animieren. Den kann ich jetzt auch wieder zurückschieben beispielsweise und mir daraus wieder theoretisch ein Gesicht basteln. Ja, mit dieser Methode seht ihr, dass ihr nicht direkt alle Bones auf dem Objekt hier platzieren muss und die Armature von vornherein komplett ausplanen müsst. Das könnt ihr auch, wie gerade gezeigt, so Stück für Stück machen, dass ihr immer wieder ein paar Bones hinzufügt und diese dann den Vertex Group zuweist. Ja, auf diese Art und Weise könnt ihr euer Objekt dann transformieren. Ich habe hier nochmal gewechselt in das Projekt des Musicmans. Wenn euer Objekt sehr komplex ist, dann kann die Armature auch schnell unübersichtlich werden, so wie hier. Und wenn man jetzt hier nochmal in den Object Mode des Objektes selber geht, dann seht ihr, dass es wichtig ist, diese Vertex Groups und beziehungsweise die Bones korrekt zu benennen. Dann zum Schluss noch einige Tipps. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, man sollte die Animation der Faces ein bisschen versetzt starten. Das sah ziemlich cool aus oder zumindest besser, als wenn alles gleichzeitig passiert. Ja, dieses Zusammenklappen von großen Faces, dieses Stacken, hat geholfen, um ein bisschen Arbeit zu sparen. Dann könnt ihr durch geschickte Planung auch ein bisschen fuschen, sage ich jetzt mal. Wenn der Kamerawinkel für eure Animation feststeht, dann könnt ihr erst die hinteren Faces, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, abbauen und die vorderen Faces bleiben mehr oder weniger bestehen, sodass man sich da so Verbindungsbones oder ja, glaubhafte Animationen ein bisschen sparen kann und die Faces einfach so in der Luft animieren kann. Dann habt ihr schon gesehen, sinnvolle Namens geben für die Bones und für die Vertex Group, weil das sehr viele werden können. Und zum Schluss kann man, wenn die Animation fertig ist, kann man die Aktion in eine Action backen, sodass man den Roboter dann mit weiteren Animationen belegen kann und dieser Transformationseffekt praktisch on top obendrauf kommt. Ich verlinke euch das Video zum Backen von Animationen hier oben rechts. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Animieren.